Ein Schaltkreis mit einem Lämpchen. Zum Lämpchen ist ein Ampermeter in Reihe geschaltet. Und das hier ist das Netzgerät, das die Spannungsversorgung sicherstellt. Zum Lämpchen parallel geschaltet ein Voltmeter. Ich verändere die Spannung am Netzgerät und wir beobachten die beiden Messgeräte. Es beginnt bei 0 Volt und 0 Milliampere. Erste Messung. Zweite Messung. Dritte Messung. Vierte Messung. Fünfte Messung. Und sechste Messung. Wir wiederholen den Versuch, ersetzen aber dieses Mal das Lämpchen durch ein anderes Bauteil. Es beginnt wieder mit 0 Volt und 0 Milliampere. Erste Messung. Zweite Messung. Dritte Messung. Vierte Messung. Fünfte Messung. Und sechste Messung.